Das ist so Take 500 oder so. Wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, Zuschauer, ist es schon länger her seit meinem letzten Video. Woran liegt das? Das ist quasi das, was ich heute behandeln werde. Nee, keine Ahnung. Ist ein schwieriges Video für mich, einfach weil es mir so unangenehm ist. Ja, wir sind alle nur Menschen und ja, wir haben alle mal unsere Down-Phasen, aber ich hatte eine echt krasse Tiefphase. Erstmal hatte ich so einen Video-Idee-Block. Ich hatte keine Ideen, wirklich gar keine. Und war so von einem Tag zum nächsten blockiert. Ich wusste nicht, was soll ich für Content hochladen. Ich war so selbstkritisch. Ich weiß nicht, was das war. So um Weihnachten, Neujahr war ich einfach kaputt. Einfach auch mental. Entschuldigt bitte meine Sprache. Sie ist noch nasaler als sonst. Ich bin krank. Ist wahrscheinlich auch zwischendurch ein bisschen Schnauben. Ich habe das Video jetzt schon locker 20 Mal angefangen. Okay. Ich weiß gar nicht, wie ich das Video drehen soll. Was geht ab, Leute? Ach, egal. Das ist einfach so ein unangenehmes Thema. Ich will gar nicht so richtig in die Tiefe gehen, weil es echt privat ist. Aber wenn man nicht so gut gestimmt ist und nicht so positiv gelaunt ist, dann ist das krass, wie sich das auf sein Videodrehverhalten auswirkt. Das wäre dann letztendlich gefaked gewesen, meine gute Laune vorzuspielen. Ich habe viel gearbeitet. Es war der schlimmste Dienst seit langem. Oh, mein Kopf ist einfach nur tot. Ich fühle mich, als wenn ich vom LKW überfahren wurde. Oh Gott, ich sehe einfach aus wie der Tod. Ich muss jetzt was essen und wahrscheinlich werde ich wie immer beim Essen einschlafen. Ja, okay. Dann habe ich so ein paar Entscheidungen für mich getroffen, lebensverändernde Entscheidungen. Und das hat mich auch runtergezogen, weil ich immer einen Plan hatte in meinem Leben und dann von einem Moment zum nächsten hatte ich keinen. Die typischen Dinge, ne? Es kommt irgendwie alles auf einmal. Liebe, Einsamkeit, solche Dinge. Mädels da draußen, Boys da draußen, I feel you so much. Ich dachte mir immer so, Leute, übertreibt doch nicht so. Es kann doch nicht so schlimm sein. Herzschmerz. Doch. Doch, doch. Aua, ja, doch. Aber auch das ist private, da werde ich jetzt nicht so in die Tiefe gehen. Und all diese Dinge kommen auf einmal und ziehen einen so raus aus seinem positiven High. Und ich war jetzt 2 Monate lang echt am Struggeln. Und dieses Video ist halt einfach voll negativ angehaucht, was mir voll leid tut, weil es eigentlich noch nie vorgekommen ist, dass ich so ein negatives Video hochgeladen habe. Aber auch das muss mal sein. Und ich habe das Gefühl, ich brauche ein Video, um kurz zu erklären, was passiert ist, warum ich nicht mehr so viel hochgeladen habe. Und kurz zu erklären, dass ich jetzt wieder anfange. Und ich trete mir jetzt wirklich gerade aktuell in den Arsch. Ich habe wirklich noch Videoideen von damals, aber ich war einfach so selbstkritisch mit mir selber, dass ich das nicht gepackt habe, die tatsächlich abzudrehen. Jetzt wisst ihr Bescheid. Deswegen war ich nicht online und ich gebe mein Bestes, regelmäßiger hochzuladen. Und danke, dass ihr noch abonniert seid. Wenn ihr euch dieses Video angeguckt habt, dann seid ihr ein committed Fan. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, hoffentlich wird es ein bisschen positiver. Und hoffentlich bin ich wieder gesund. Habt noch einen schönen Tag. Mit freundlichen Grüßen. Rina!